Der DFB-Pokal, ein Wettbewerb, der etwas eigen ist, aber sehr viel für sich hat. Wir schauen mal in die Gesetzestexte dieses Wettbewerbs und verfassen einen Kommentar dazu. Die Achtelfinalpartien jetzt bei den Wettfreunden. Die Achtelfinals im DFB-Pokal und schon muss ich den Jan etwas ergänzen. Ja, wir fangen natürlich erstmal mit den 4 Partien an, die jetzt an diesem Dienstag und Mittwoch über die Bühne gehen. Zwischen fühlt sich ja der DFB-Pokal da an wie die Königsklasse. Ja, da wird ja das Achtelfinale wirklich bis zum letzten ausgereizt terminlich. Ermöglicht es uns dann natürlich jede Partie etwas genauer zu beleuchten. Insofern für uns schon ein kleiner Vorteil. Insofern hoffentlich für euch auch großartig, dass ihr dabei seid. Wir sind die Wettfreunde und das ist der Jan. Und das ist der Olli. Ich lasse mich immer wieder gerne von dir korrigieren. Ja, dafür wurde ich gewissermaßen geboren. Ja, und gebe natürlich mein Bestes, dann immer wieder der sofort in die Parade zu fahren. Dafür lassen wir uns auch gerne von euch korrigieren. Ja, das natürlich auch. Ja, aber beim Tipps übe ich mich in Zurückhaltung. Da ist ja Jan immer noch der ungeschlagene Meister der Wettfreunde. Hier im Hauptstadtstudio wird er jetzt auch schon heute verkünden, wie es denn im DFB-Pokal weitergeht. Vielleicht ja auch in der Partie, die nachher gleich am späten Nachmittag den Anfang macht. Zweitligist empfängt Erstligist, aber vielleicht eine enge Kiste, wenn Paderborn den VfB Stuttgart in Empfang nimmt. Ja, da kann man schon mal ein bisschen orakeln. Ne? Vielleicht ist das ja eine mögliche Relegationspartie am Ende dieses Fußballjahres im Sommer dann. Ja, der 5. der 2. Liga. Unter Lukas Kwasniok empfängt den 15. der 1. Liga unter Bruno Labbadia. Ja, der VfB Stuttgart hat zuletzt 1-2 in Leipzig verloren, aber mit einer ganz ansehnlichen Leistung. Es hätte schlimmer kommen können. Und der SC Paderborn, die Westfalen, haben 1-0 in Karlsruhe gewonnen und dieses Spiel erfolgreich bestritten. Ja, könnte wirklich eine enge Kiste geben und davon gehe ich auch aus. Zuletzt sah es ja gar nicht mehr so aus, als wären die Ostwestfalen noch ein Kandidat für die Bundesliga. Sehr starker Start in die Saison, aber dann eben ging es dahin, unmittelbar vor der Winterpause. Ja, im November, Ende Oktober gingen ihnen die Kräfte aus. Auf einen Unentschieden folgten dann 4 Niederlagen in Folge. Ja, das ist eigentlich schon sowas wie der Todesstoß, aber ja, jetzt haben sie gewonnen zum Rückrundenstart oder ja, der zugleich der Start in das neue Jahr war. Neue Energie und auch neue Hoffnung. Sich wieder oben rangerobbt, ja, und insofern dann auch plötzlich die Quoten gegen Stuttgart durchaus aussichtsreich mit einer 3,0 nach 90 Minuten, nur der leichte Außenseiter. Ein Sieg des Bundesligisten in der Provinz Ostwestfalens mit einer 2,3, ja, und unentschieden 3,7 und der Gang in die Verlängerung sehr attraktiv quotiert. Ja, da würde ich auch tatsächlich mitgehen, auch in die Verlängerung. Ich glaube schon, dass das eine knappe Kiste werden wird. Paderborn sehe ich am Ende nicht unbedingt als Aufsteiger, so, aber ich glaube, Pokal ist eine schöne Geschichte. Das wird einen Beißen und Treten geben. Da wird man sich wahrscheinlich sehr lange duellieren. Ich glaube nicht, dass der VfB Stuttgart da wirklich sehr viel investieren möchte. Ich meine, man muss sich ja dann doch auf die Bundesliga konzentrieren. Ich gehe hier auch von einer Verlängerung aus, aber und traue Paderborn sogar zu, in einer Pokalüberraschung sich am Ende durchzusetzen, egal wie. Dass sie Überraschungen können, haben sie ja schon gezeigt. Haben ja schon in der zweiten Runde nach hartem Kampf, 2-2, glaube ich, stand es nach 120 Minuten, Werder Bremen dann im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb gekegelt. Vergleichbar vielleicht, ne? Vielleicht vergleichbar, ja, und es gibt ja noch mehr Parallelen. Es sind ja, das ist jetzt nicht die Pokalmannschaft schlechthin. Der SC Paderborn stehen ja überhaupt erst zum dritten Mal im Achtelfinale. Drüber hinausgekommen sind sie nie, ja, aber die bisherigen Achtelfinalteilnahmen hatten es in sich. 2004-05 gegen Freiburg sind sie erst im Elfmeterschießen rausgeflogen, ja, und zuletzt vor 2 Jahren gegen BVB. Damals ja auch ein richtig, im Nachhinein noch emotional aufgearbeitet von Steffen Baumgart. 2-3 nach Verlängerung im Signal Iduna Park. Das war umstritten, ja. Also da musste Dortmund da schon dann auf Schiedsrichterhilfe sozusagen zurückgreifen, um dann nicht ins Elfmeterschießen zu müssen. Stuttgart ja auch nicht die Auswärtsmacht, muss man ehrlich sagen. Ja, okay, im Pokal bis jetzt ging es. 1-0 Sieg bei Dynamo Dresden, relativ unangenehmer Gegner, auch wenn er jetzt in der dritten Liga kickt. Danach zu Hause ein sehr souveränes 6-0 gegen debakelnde Bielefelder, die auch in der zweiten Liga jetzt nicht die Sterne vom Himmel holen. Auswärts aber in der Bundesliga noch komplett sieglos der VfB. Sie waren ja ganz kurz davor, jetzt unter Bruno Labbadia den Bock umzustoßen in Hoffenheim, haben da aber in der Nachspielzeit sich auch den Ausgleich eingefangen. Und so muss man eben festhalten, dass bis jetzt auswärts als Pflichtspielsieg in dieser Saison eben nur dieses magere 1-0 bei Dynamo Dresden zu Buche schlägt.
das könnte zu wenig sein, um jetzt eben bei einer Mannschaft, die gerade zu Hause ja richtig Spaß macht, das wirklich so souverän runterzuspielen, wie sich das eigentlich für einen Bundesligisten geziemt. Hm. Aber Paderborn ist eben, ja, das, die Spaßfabrik, wenn es um Heimspiele geht im Bundesliga-Unterhaus. 26 Tore in 9 Spielen, da waren einige richtige Highlights dabei. Ja, wenn ich mich da zum Beispiel an ein 7:2 gegen Holstein Kiel erinnere und dergleichen. Die wissen, wo das Tor steht, auch wenn es eben ja, jetzt rund um die Winterpause nicht mehr ganz so doll war. Das 1:0 beim KSC deutet ja jetzt auch nicht auf ein Schützenfest hin, aber ein ausgeglichenes Match, ich glaube, das kann man durchaus erwarten. Und ich gehe auch davon aus, dass das wieder in die Verlängerung geht. Ja, und ab da ist ja dann eigentlich alles möglich. Und wenn man das weiterspinnt, geht es mir eigentlich so wie dir? Nein. Einem Achtelfinalspielplan, in dem nicht so viele Außenseiter wirklich gute Chancen haben, schätze ich da die Chancen des SC Paderborn noch mit am höchsten ein. Und die Wettanbieter sehen es ja auch so. Geht es um die reinen Aufstiegsquoten? Wer kommt weiter ins Viertelfinale? Schon ja, kaum noch eine Favoritenstellung für die Schwaben nachweisbar. 1,75 gibt es für den VfB, eine glatte 2,0 für die Ostwestfalen. Ja, Sieg in der Verlängerung eine 13. Sieg im Elfmeterschießen eine 12, das würde ich hier mal nehmen, ja, weil dass er den Schwaben dann in der Verlängerung einen einschenken, halte ich da tendenziell für unwahrscheinlicher. Mhm, ja, und werden sie sich wahrscheinlich wieder versuchen, ins Elfmeterschießen zu retten und das dann, ja, da haben sie ja dann mindestens gleich gute Chancen und so wird es sein. Ja, ich denke gleich, wie du, das Pokal-Achtelfinale beginnt mit einem Paukenschlag und dem Sieg eines offiziellen Außenseiters. Ja, so krass, so groß, so krass wäre jetzt ja dieser Paukenschlag nicht oder zumindest nicht ja, besonders das keine laut. Von der Tat. Aber das Potenzial ist durchaus gegeben. Doch, das kann man bei dieser Partie definitiv konstatieren. Ja, eine DFB-Pokal-Partie mit sehr viel Potenzial ist auch Union gegen Wolfsburg. Das ist ja schon so ein kleines Highlight in dieser Achtelfinalrunde. Der zweite der ersten Bundesliga, ja, trifft auch den Tabellen-7. Die Wolfsburger zuletzt ja bestechend in Form bis zu dieser Auswärtspleite in Bremen. Müssen wir mal gucken, wie groß jetzt der Schaden ist, der da in Niedersachsen angerichtet wurde. Ich traue den Unionern da aber schon eigentlich eine Favoritenstellung zu, oder? Wie sehen es die Wettanbieter? Die sehen es natürlich auch so. Union favorisiert an der Alten Försterei sowieso mit einer 2,25. Auswärtssieg Wölfe nach 90 Minuten eine 3,3. Geht es mit einem Unentschieden mindestens in die Verlängerung, gibt es eine 3,4. Mhm. Und ja, Union daheim noch ungeschlagen in der Bundesliga in dieser Saison. Ja, gab ja international schon einen Rückschlag, aber unterm Strich haben sie es da ja auch gewuppt, die Gruppenphase zu überstehen. Gegen die Wölfe in Bundesliga-Zeiten auch zu Hause noch ungeschlagen. Es ging los zweimal mit einem 2:2. Die letzten beiden Heimspiele haben sie jeweils 2:0 gewonnen, oh. So eben auch in dieser Saison. Mhm. Da spricht eben wirklich sehr vieles für eine Favoritenstellung mit der Einschränkung, dass die Niedersachsen eben jetzt zuletzt unter Niko Kovac mächtig aufgekommen sind. Dann gab es diesen doch sehr unerwarteten Dämpfer jetzt in Bremen. Mhm. Glaub nicht, dass sie das jetzt wirklich umwirft. Ja, vielleicht ist das sogar nochmal so ein zusätzlicher Motivationsschub. Fakt ist natürlich, sie werden mit dem gebotenen Respekt an die Alte Försterei reisen. Ja, also so richtig gerne fährt da niemand hin. Und Niko Kovac hat das ja schon genutzt, um da seinem ehemaligen Arbeitgeber einen mitzugeben mit dem, ja, vielleicht gar nicht so unzutreffenden Zitat, dass er im Moment lieber in München spielen würde, eben als bei Union Berlin. München kommt ja dann auch demnächst wenige Tage später nach Wolfsburg. Dann kann er das dann nochmal mit Taten unterfüttern. Aber das werden die Spieler ja bereits im Hinterkopf haben vielleicht. Das werden sie sicherlich im Hinterkopf haben, ja, wie auch Union dann schon sicherlich das Heimspiel gegen Mainz im Hinterkopf hat, wo es ja vielleicht sogar um die Tabellenspitze geht. Mhm. Ja, da werden sie dann sicherlich auch noch einen raushauen wollen. Enge Geschichte, wenn man mich fragt. Mhm. Ich erwarte es auch enger, als die Quoten hergeben. Ja, aber eine einfache Siegquote von 2,25 für Union ist ja super. Die Wettanbieter unterschätzen Union ja weiterhin. Das muss man ja sagen. Das kann man so sagen. Ja. Ja. Das zieht sich wirklich ja, durch die letzten Jahre. Da könnte man ja einfach die einfache Siegquote nehmen. Ich rechne mit dem Sieg der Köpenicker da. Knappe Kiste, ja kein 2:0, aber ein 2:1 kann ich mir da sehr gut vorstellen, auch in der regulären Spielzeit. Wenn das Spiel in die Verlängerung geht, dann sehe ich doch die Chancen für die Wölfe da noch deutlicher schwinden. Aber ich denke, Union wuppt das gleich in der ersten Runde. Wolfsburg wird sich da auf das Spiel gegen München konzentrieren. Und ja, Pokal. Also ich weiß jetzt nicht, ob Union so heiß darauf ist, irgendwie Tabellenführer zu werden. Aber ich glaube, Union wäre wirklich sehr gerne im DFB-Pokal Viertelfinale. Vielleicht sogar noch etwas lieber als die Grünen. Das glaube ich auch, weil letztes Jahr sind sie ja schon auf den Geschmack gekommen, sind sie ja haarscharf im Halbfinale damals in Leipzig gescheitert. Durch ein sehr spätes Tor der Sachsen. Wurde ihnen da ja, die Chance auf eine Verlängerung genommen. Vielleicht holen sie das jetzt gegen die Wölfe nach.
weil auch wenn sie immer zwei Tore bisher zu Hause gegen die Wölfe geschossen haben, glaube ich, dass sie sich eben auch den einen oder anderen fangen können. Hm. Ja, so ganz sattelfest sah das jetzt nie aus. Bei der Hertha im Derby sowieso eine sehr, sehr überschaubare Leistung, weil letztendlich genau, wie ich es vermutet hatte, ja, die Stärke von Union bei Standards und die Schwäche der Hertha bei Standards hat da dann letztendlich den Ausschlag gegeben. Ansonsten gab es eigentlich nicht so große Unterschiede festzustellen. Und das hält mich auch davon ab, jetzt auf einen klaren Sieg oder einen glatten Sieg, besser gesagt, der Eisernen zu tippen. Ich denke, auch dieses Spiel geht in die Verlängerung. Ja, und auch wenn nicht sämtliche Tipps bei mir bis in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen geben, der heutige Dienstag steht eben schon im Zeichen der langen Begegnung. Ja, und ja, du sagst es, je länger das Spiel währt, desto besser sollten die Unioner Chancen eigentlich sein. Das hat sich ja häufig gezeigt, dass sie eben Spiele noch gedreht haben, einfach weil sie eine Bombenkondition haben, weil sie eben die Gegner wirklich kaputt laufen können. Und insofern sollten sie hier auch nicht das Elfmeterschießen brauchen. Aber die Verlängerung, das gäbe eine glatte Elf, wenn sie sich da durchsetzen. Hm. Ja, tippt man darauf, dass sie im Elfmeterschießen weiterkommen, und gibt es eine 10. Ja, die gegensätzlichen Quoten für Wolfsburg sind ja genau in der gleichen, selben Größenordnung angesiedelt. Für diejenigen, die jetzt eher auf die Niedersachsen setzen würden, ich denke schon, dass Union weiterkommt. Die wollen das mindestens so sehr wie Wolfsburg. Da bin ich auch überzeugt davon. Ja, aber es wird ein langer Abend, das denke ich schon. Ah ja. Ja, ist ja wirklich beeindruckend, welche großartige Arbeit Urs Fischer da in den letzten Jahren da in Köpenick geleistet hat. Da werden sich die Wölfe die Zähne dran ausbeißen. Leipzig-Hoffenheim, unsere nächste Partie, das berühmte Plastiko, jetzt im DFB-Pokal. Eine Partie, die man sich unbedingt anschauen muss. Nein, das wird, Leipzig gut in Form, auch 2-1 jetzt gewonnen in der Bundesliga. Spricht für mich absolut nichts für Hoffenheim, die ich weiterhin auf den absteigenden Ast sehe. Könnte eigentlich eine klare Kiste geben, meiner Meinung nach. Da muss man vielleicht sogar mal sich die Handicap-Quoten angucken. Das kann sich durchaus lohnen. Ja. Hinweis darauf geben eben die einfachen Siegquoten. 1,55 gibt es gerade mal für den Sieg der Sachsen. Unentschieden 4,6, Auswärtsquote 5,6. Und da komme auch jetzt ich nicht umhin, auf einen Sieg nach 90 Minuten zu tippen, nämlich auf die Leipziger, die ja die beste Heimmannschaft der Bundesliga sind, die im Moment richtig gut drauf sind, auch ohne viel und tadel eben aus der Winterpause gekommen, mit der Einschränkung, dass sie gegen Bayern vielleicht hätten gewinnen können. Ja, aber wollen es jetzt auch nicht übertreiben mit unseren Anforderungen an die Leipziger. Ja, und Hoffenheim eben genau das Gegenteil dazu. Inzwischen seit 8 Spielen sieglos. In diesen 8 Spielen hat man 2 Punkte geholt. Und ja, so kann man in Leipzig im Moment nicht bestehen. Ja, zumal das jetzt für mich auch so, die hängen für mich so gefühlt in der Warteschleife fest. Ja, irgendwie wartet alles drauf, dass André Breitenreiter Platz macht für einen neuen Trainer, der dann den Turnaround schaffen kann, ja auch diesen Stimmungsumschwung. Also ich glaube nicht, dass er bis zum Saisonende durchhält. Das kann ich mir Stand jetzt nicht vorstellen. Auch für einen Abstiegskampf vielleicht ein ganz guter Trainer. Ja, aber das muss man ja mental auch erstmal packen. Ja, wenn man höhere Ziele hatte, dann seine Mannschaft dann plötzlich auf sowas einzuschwören, da kann dann frisches Blut nochmal Wunder bewirken. Ja, und ich glaube, Hoffenheim wird dann auch die paar Cent noch zusammenkratzen, um da nochmal eine andere Lösung zu finden. Und das Gastspiel im Pokal jetzt ein weiterer Sargnagel aus, ja, nach meiner festen Überzeugung. Handicap minus 1 für die Leipziger bringt jetzt auch nur so eine 2,2-2,3 ungefähr. Ja, mehr. Aber das ist doch so wahrscheinlich aus meiner Sicht, dass ich das auf jeden Fall nehmen würde. Ja, und so schlecht ist die Quote dann auch nicht, weil eben Leipzig es zu Hause gern deutlicher macht, ja, wenn es auch gegen Stuttgart jetzt so ein bisschen fahrig war. Und Stuttgart hat man das Gefühl, die sind so ein bisschen im Kommen. Ja, das Gefühl hat man bei Hoffenheim überhaupt nicht. Klarer Sieg für Leipzig. Ja, gehe ich offen aus. Ich würde mich da sogar so weit aus dem Fenster lehnen. Handicap minus 2, so ein 3-0, so ein 4-1. Das kann ich mir da sehr gut vorstellen, dass die Sachsen nach Hoffenheim ordentlich wegfiedeln werden. Ja, Vervierfachung fast dann auch so in dem Dreh. Ja, kann man doch mal mutig sein. Ich finde es gar nicht unwahrscheinlich. Haben wir jetzt den nächsten Pokalkracher noch zum Abschluss. Strauchelnde Mainzer, die sich jetzt aber mit einem 5-2 gegen Bochum da so ein bisschen Luft verschaffen konnten. Unisivo mit einer fantastischen Leistung treffen auf strauchelnde Bayern, die zuletzt auf 1-1 abonniert waren, immer nur unentschieden gespielt haben. Schlechte Stimmung an der Säbener Straße. Torwarttrainer ist entlassen worden. Ja, Goretzka in Form tief, Kimmich übermotiviert. Die einzige Hoffnung ist ein ehemaliger Mainzer, Choupo-Moting, der jetzt aber auch so ein bisschen Ladehemmung hat. Ja, Thomas Müller ist Thomas Müller. Könnte eine ärgerliche Kiste werden für die Bayern. Also ich habe da durchaus Überraschungspotenzial bei dieser Partie im Petto.
natürlich trotzdem favorisiert, trotz seiner Bedenken, der FCB mit einer 1,5, unentschieden 5,0, Heimquote für den FSV eine 6,0. Und das, obwohl ja Mainz jetzt im laufenden Kalenderjahr mehr Siege vorweisen kann als die Bayern, ja, die ja eben nur noch unentschieden spielen neuerdings und die sich zuletzt auch in Mainz nicht besonders gut angestellt haben. Wenn man sich die Gastspiele in den letzten beiden Spielzeiten anschaut, ja, gab es einmal ein 1:3 und einmal ein 1:2. Letzten beiden Duelle eben bei den Rheinhessen verloren. Das sollte doch theoretisch eine Chance da sein für den FSV. Ja. Zumal jetzt, du sagst es, Bochum da doch relativ souverän weggeschossen wurde. Andererseits gab es eben bisher in dieser Saison nur zwei Heimsiege für die Mainzer, die zu Hause doch in aller Regel Ladehemmungen haben. Es sei denn, sie gewinnen eben mal, dann gewinnen sie eben 5:0 gegen Köln oder eben sehr deutlich gegen Bochum. Sonst ist es nicht so weit her und deswegen glaube ich auch, dass die Bayern ja sicherlich nicht brillieren werden, aber dass sie dann doch ganz gute Chancen haben, mal ihre Favoritenstellung tatsächlich mit Leben zu erfüllen. Sollten die Mainzer wann auch immer weiterkommen, gäbe es eine 3,75 dafür. Ja, die nehme ich auch definitiv. Also da traue ich Mainz durchaus die Pokalüberraschung zu. In der Bundesliga tippe ich ungern gegen die Bayern. Im Pokal mache ich das aber gerne mal. Mainz gewinnt. Vielleicht so schießen sie noch 2:1 in der 87. Minute und dann fehlt der Bayern-Dusel. Gerade irgendwie ist bei den Bayern gerade der Nimbus weg. Oder es geht nochmal in die Verlängerung und die Mainzer würgen sich da irgendwie durch. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Das heißt, dass der Favorit hier auf der Strecke bleibt. Immerhin nicht ein 0:5 für die Bayern wie im letzten Jahr, was du da voraussagst. Ja. Aber ich denke mir, irgendeinen Titel müssen die Münchner ja gewinnen. Ja. Warum dann nicht im DFB-Pokal? Und ich denke, es wird jetzt nicht das ganz große Gezittere. Ja. Also Handicap minus 1, es wird es weit davon entfernt, eine Gala zu sein oder eine spielerische Offenbarung. Aber ja, so ein Sieg. Das machen sie schon, denke ich. Ja. Und in der Bundesliga wird es ja dann schwierig genug werden. Schon am Wochenende dann wieder in Wolfsburg. Ja, da ist ja auch noch nichts gewonnen. Aber das ist eben die deutlich anspruchsvollere Aufgabe, auch wenn ihnen Mainz zuletzt nicht gelegen hat. Aber Mainz in den letzten Jahren eben deutlich heimstärker als im Moment. Und für die Bayern dürfte das nicht reichen. Da bin ich mir relativ sicher, auch in der jetzigen aktuellen Parfahnenlage der Münchner nicht. Ja, also hier aus meiner Sicht keine Überraschung, aber du dann eben doch noch mit einem großen Paukenschlag im ersten Achtelfinalwochenende. Insofern bin ich dir da natürlich sehr dankbar dafür. Mein heißt ja diese kleine Rubrik, wer fliegt raus, ja, wer planiert sich und ja, wäre jetzt auch keine Blamage, natürlich in Mainz rauszufliegen für die Bayern, aber es würde ihnen in der aktuellen Situation natürlich nicht weiterhelfen. Ja, die Meisterschaft ist noch wichtiger für die Münchner. Ja, definitiv, aber im Moment kann sich der FCB es einfach auch nicht leisten, irgendwas wegzugeben. Ja, dafür waren die Resultate zuletzt zu durchwachsen, kann man gar nicht sagen. Ja, durch die Bank zu wenig unterm Strich, aber ja, wir sind gespannt. Was denkt ihr denn? Haben die Bayern denn jetzt... eine Chance bei den Mainzern, will ich es nicht sagen, ja, aber wie souverän wird das denn? Oder nutzt ja auch der FSV diese Schwächephase aus? Ja, was wird bei diesem Duell auf Augenhöhe, wie ich es eigentlich erwartet, zwischen Union und Wolfsburg? Ja, und was macht Stuttgart in Paderborn? Lauter spannende Sachen. Geht das Gastspiel von Hoffenheim in Leipzig fast ein bisschen unter? Ja, weil da erwarte ich den Klassenunterschied fast noch am größten. Mal schauen, ob die Mannschaften dann auch liefern, wie wir es bestellt haben. Wir sind erstmal natürlich zuversichtlich. Ja, das ist ja unser Job. Zumindest so lange, bis wir eure Meinung in Erfahrung gebracht haben. Ja, was tippt ihr? Wie könnt ihr uns toppen, verbessern? Wo seht ihr Überraschungspotenzial? Ja, wo seht ihr die ganz großen Sensationen? Und könnt ihr euch schon mal vorbereiten. Nächste Woche geht es natürlich dann weiter, teils beim Achtelfinale. Hoffen wir sehr, dass ihr wieder dabei seid. Abonniert uns vorsichtshalber, damit da nichts schief geht. Würde uns sehr freuen. Ja, und dann genießt mal eine englische DFB-Pokalwoche.